Ja, ich möchte euch heute mal auf eines meiner Projekte mitnehmen. Und zwar geht es um eine Wallbox-Erweiterung. Eine Wallbox-Erweiterung in einem Mietobjekt. Das heißt, der Mieter hat ein Elektroauto gekriegt und möchte eine Wallbox erweitern. Der Vermieter hat schon bei dem Bau von diesem Carport, wo ich gerade stehe, schon vorbereitet, dass da ein Schlauch drinnen ist. In den letzten Wochen haben wir da schon eine Zuleitung und ein Netzwerkkabel rausgelegt, damit wir da einen Verteiler herbringen, wo wir dann unsere Komponenten hineingeben. Die werden wir dann irgendwo da so herbauen. Dort wird dann auch die Wallbox erweitert werden mit einem Zähler, damit erfasst werden kann, wie viel das der Mieter an Strom verbraucht hat, damit es dann auch vom Vermieter geprüft, vielleicht sogar automatisiert und abgerechnet werden kann. Im weiteren Schritt gibt es dann auch noch den Plan, dass wir eine einphasige Steckdose irgendwo da durchbohren und auf der Außenseite montieren, damit dann auch die Nachbarn gemeinsam, wenn die irgendwo draußen dann Strom brauchen für Lagerfeuer oder für gemeinsames Zusammensitzen, dass diese dann den Strom abrechnen können. Der Plan ist auch, dass man da eine Netzwerkkamera herausbringt, damit man auch einen Überblick hat, was sich da in diesem öffentlich zugänglichen Bereich tut. Und auf das Projekt möchte ich euch gerne mitnehmen. Wir haben jetzt also eine Platte, die werden wir da befestigen. Und auf derer Platte dann einerseits der Verteiler. Direkt darunter kommt dann die Luxon Wallboxen runter, dass man da, wenn das Auto da parkt, dass man sie dann da direkt anschließen kann. So, jetzt haben wir das Ganze da montiert. Wir haben die Verteilerkomponenten vorübergehend nochmal rausgenommen, dass wir uns da ein bisschen besser bewegen können. Wir haben da jetzt unsere Zuleitung, die eben vom Verteiler kommt. Die kommt jetzt dann nachher in den Verteiler herein und wird dann angeschlossen. Wir haben dann einmal schon die Verkabelung von der Wallbox, die geht dann nach hinten und kommt dann da unten eben, man kann sehen, da auch hinten in der Wallbox wieder raus. Wir haben dann auch ein Drehkabel vorbereitet, es kommt auch von dem Verteiler und geht dann hier unten auch zur Wallbox, dass wir die Verbindung aufbauen können. Und das blaue Kabel da, das ist das Netzwerkkabel, auch das kommt von der Verteilung vom Haus innen und kommt dann da in den Verteiler herein, dass der Miniserver Netzwerk hat und dass man die Netzwerkkamera oder etwaige andere Themen, was wir heraus netzwerkseitig dann nur benötigen, erweitern können. Ja, wenn die Wallbox mit den vier Schrauben befestigt ist und die Kabel vorbereitet sind, dass die von hinten nach vorne kommen, es gibt ja die Möglichkeit, dass man die Wallbox anbohrt. Da gibt es dann eine Dokumentation online oder eben in der Wallbox mit dabei mitgeliefert. In dem Fall kommt von hinten die Zuleitung, dann wird oben das mit diesen zwei Nasen eingehakt und unten einfach nur reingedrückt und mit den mitgelieferten Schrauben wird das Ganze dann befestigt. Und wenn das Ganze dann befestigt ist, dann kann man entweder die Zuleitung direkt anschließen, wenn man den Zähler, den Dreiphasenzähler, zum Beispiel entweder in einer Verteilung unterbringt, oder wenn man gar keinen Dreiphasenzähler benötigt. In unserem Fall kommt da jetzt dann nur der Drehzähler mit hinein. Den werden wir jetzt dann nur anschließen und werden wir dann da herein verbinden. Die Drehverbindung ist auch schon vorgesehen und diese Drehverbindung geht dann da seitlich auf die dazugehörigen Drehklemmen. Wir haben das Ganze jetzt schon mal so vorbereitet. Ich habe da die Drähte schon einmal verbunden, damit wir das direkt in die Wallbox hineinhängen können. Ist ja extra die Hutschiene vorgesehen, darum montieren wir dann gleich direkt da hinein, dann sparen wir uns den Platz im Verteiler. So, jetzt haben wir mal den Zähler an der Wallbox angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Zuleitung und dann schließen wir auch die Drehverkabelung am Zähler und an der Wallbox an, damit das Ganze dann mit dem Miniserver kommunizieren kann. Und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Weg, dass man es einschaltet. Verteiler ist fertig, Wallbox ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Zuleitung im Gebäude dann fertig anschließen an den Hauptverteiler, damit wir den Verteiler zum Leben erwecken können und den Miniserver dazu. Dann kommt da natürlich nur die Netzwerkkammer her, von der was wir gesprochen haben. Schauen wir sie dann noch an, wie das Ganze in der Software funktioniert.